Da ist eine Kiste. Ah! Drecksvieh. Ist hier irgendwo ein Herz in der Wiese? Das ärgert mich jetzt, dass ich das Herz verloren habe. Na, komm. Na, kein Herz in der Wiese. Hallo, Rubine. Ich brauche ein Herz. Gib mir ein Herz. Na, komm. Ach, aber Rubine schmeißt er mir jetzt um die Ohren. Nee, ist klar. Jetzt, wo ich keine brauche. Hallo, Sexy. So. Kein Herz? Seriously? Mein Gott. Okay, dann halt ohne. Dann muss ich halt damit leben, dass ich ein Viertelherz verloren habe. Guck da hinten noch nach. Kein Herz. Och, verdammt. Egal. Öffnen wir die Kiste und schauen, was hier drin ist. Komm. 10 Rubine. Okay. Irgendwann ist unsere Geldbörse auch mal voll. Da graut es mir schon vor. Da ist der Junge mit dem Affen. Warum sind sie in dem Käfig drin? Gehen wir mal hin. Da, 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 da. Irgendjemand musste ja dann gefangen. Ach, ihr. Und du siehst ein bisschen stärker aus. Sind die stärker? Wow. Danke, Lex. Kurzzeitige Lex zumindest. So, und jetzt können wir hier den Käfig kaputt hauen. So. Yay. Und wir haben sie beide wieder befreit und der Affe freut sich einen Keks. Wenn du nicht gekommen wärst, Link, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affen aufgefressen. Er ist übrigens ein ziemlich netter Kerl. Er wollte mich beschützen und dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, Link, bitte sag meinem Vater nichts von dieser Sache hier, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Also bitte sag ihm nichts davon. Versprich es mir. Ja, ja. Hau du mal ab. Link. Colin hat mir erzählt, dass Tara im Wald verschwunden ist. Diese Petze. Da bin ich so schnell wie möglich hierher gekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch was Schlimmes. Aber Link, morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe getragen habe. Viel Erfolg, pass gut auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht ja sogar Prinzessin Zelda. Haha. Weide. Hey, Link! So, Link, langsam ist es wohl Zeit für den Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Ja, sicher. Wie? Du willst doch ein wenig arbeiten? Um die Ziegen in den Stall zu treiben, steig auf den Pony und zeig den Tieren den Weg. Nein, ich möchte nicht schon wieder Ziegen ein. Nein, 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 nein. Epona. Epona? Achso, Moment, ich muss Epona rufen. Ich mach früher Schluss, hau rein. Muss ich mir nicht geben, nochmal die Ziegen einzujagen, ne? Kann man, ach, da hinten stand sie, ich hab sie gesehen. Oder sie stand jetzt halt einfach auf einmal da und vorher nicht, egal. Jedenfalls. Also gut, es geht los. Du Sau. Ich wollte das nicht machen. Start. Ja gut. Oh, jetzt auf Zeit. Und ich glaube, jetzt werden die Ziegen auch ragen, wenn wir zu oft antreiben. Im Stall, im Stall, im Stall. Yay, das war doch schon mal eine gute Runde. So, nochmal 4 rein. Perfekt. Und du geh auch mal rein. So. Oh, da oben stehen ja auch noch 1000 Stück. Kommt mal alle her. Alle hier. Nicht. Ach, ich hasse es, wenn sie in andere Richtung laufen, als sie sollen. Komm, kommt los. Alle Richtung Stall. Alle Richtung Stall. Alle da rein. Alle da rein. Los. Los. Im Stall, im Stall, im Stall. Da ist noch eine. Okay. Und da rechts war auch noch eine. Ich versuche die mal nach rechts zu treiben. Damit ich beide gleichzeitig. Ja, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ich könnte sie auch mit der Schleuder abschießen. Huch. Warum laggt das? Nicht laggen. Nein. Hör auf. Pfui, aus. Aus jetzt. Ist gut. Hallo? Fang dich mal. Hallo. Framerate. Dankeschön. So. Da merkt man, dass du ein echter Profi bist.
Du bist 1,56 schneller als sonst. Also gut, genug getan für heute. Geh lieber schnell zum Bürgermeister, er erwartet dich schon. Okay, ciao. So, springen wir hier wieder über das Tor. So, elegant wie immer. Und treffen uns mal mit dem Bürgermeister. Mal schauen, was der uns zu sagen hat. Ordon. Huch, was steht denn da? Oh, Link, schon fertig für heute. Wünsche einen schönen Feierabend. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du sollst dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Da wäre es doch unziemlich, wenn der Repräsentant Ordons zu spät bei Hof erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Link auf. Aber was ist das? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Oh. Link, hast du Epona wieder zu grob angefasst? Das klingt so falsch. Aber... Ilya, Vater! Wie kannst du so etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister, also zeig euch etwas Verantwortungsbewusstsein. Ich habe nicht richtig vorgelesen, weil der Text so schnell weg war. Tut mir leid, aber man kann es ja nachlesen. Armes Kleines. Keine Sorge, Epona, ich bring dich gleich zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Aber Ilya heißt die Ilya, ich hoffe. Ohne Epona kann Link das Geschenk doch nie rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Die hat uns das Pferd geklaut. Hinterher! Wir müssen doch noch hier weg und nach Hyrule und die klaut uns das Pferd. Nein! Achso, Bienenstock habe ich schon runtergeholt. Gut, dann brauchen wir das nicht mehr machen. Ab zum Wald! Hi, du, Link. Gehst du zu wie spricht man sie aus? Ich würde ja auch, aber die anderen. Du, Link, sollen wir nicht zusammen gehen? Ja, dann komm mit. Ist mir doch egal. Link, wir haben auf dich gewartet. Gestern war so toll, den Affenjagen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Den hatte ich auch Maro gerne mal gezeigt. In Wirklichkeit hat der Affe doch nicht gefangen, oder? Und du, Colin? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz toll ausgeschimpft. Total übel war das. Du willst doch sowieso nur zu Ilya, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Aber sag mal, Link, was ist denn das für ein tolles Holzschwert? Gibst du mir das mal? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zurechtgekommen. Na los, gib schon her. Auf keinen Fall. Aber warum denn? Ist doch nichts dabei. Komm, gib schon. Wir bleiben hier so lange, bis du das Schwert rausrückst. Arschlecken. Colin, du musst Link auch sagen, dass er uns das Holzschwert geben soll, sonst lassen wir euch hier nicht vorbei. Dass mein eigener Bewohner so gemein sein kann. Jetzt sei nicht so, Link. Gib uns dann das Schwert, wir passen auch gut auf. Ich glaube, wir müssen das tun. Einverstanden. Wow, super. Mit diesem Schwert zeige ich es jedem. Naja, mach mal. Geh spielen. Link. Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Das ist doof und gefährlich. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du, Link. Ich würde so gerne reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Ja? Versprochen, ja? Wieso wollen die alle was von mir? Ja, solange du schön vor meinem Haus bleibst mit dem Schwert, ist mir das egal. Gut. Gehen wir mal los in den Wald und versuchen, endlich mal unser Pferd wieder zu kriegen. Kann ja nicht angehen, sowas. So, wo ist mein Pferd? Wahrscheinlich wieder im Wasser. Weil sie hat ja gesagt, sie will zur Quelle gehen. Also gehen wir da mal hin. Ladide. Ach, die Tür ist zu. Link.
Denk nicht, du könntest Epona einfach mitnehmen. Denk mal darüber nach, was du getan hast. Vorher mache ich das Tor auf keinen Fall auf. Julia, du weißt gar nicht, was dann passiert ist, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber lass es mich versuchen, ja? Inzwischen kannst du durch den Tunnel dort hinten reinkriechen, Link. Alles klar. Versperrt die uns einfach den Weg zu unserem Pferd? Was soll das? Die will Ärger. Egal, klettern wir hier durch den Tunnel, der hier so toll versteckt ist, hier hinten, hineingehen. Krabbeln wir einmal hier durch. Lalalala. Und sammeln noch ein paar Rubine auf dem Weg auf. Ding. Kommt noch einer? Ping. Nicht? Okay, links rum. Und da ist schon der Ausgang. Zack, zack und raus hier. Was? Ich wusste gar nicht, dass da... Aber sag mal, Colin. Epona, Link ist dir also immer noch lieber als ich. Nach allem, was er dir angetan hat. Sei ganz beruhigt, Link. Es ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Ihr könnt also zusammen reisen. Nur eines, Link. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja? Na klar. Was ist das? Was? Nein! Ja! Punk, oh nein. Spiel speichern? Ja. Was ist da gerade passiert? Wir werden es erfahren. Speichern jetzt aber erstmal ab. Haben schon eine Stunde und 9 Minuten gespielt. Hä? Was ist hier los? Warum bin ich festgekettet?
So, und warum wir hier als Wolf rumstehen? Warum wir festgekettet sind und warum wir in einer Zelle sind, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.